So, dann herzlich willkommen zur Abendsendung des JFD Live Trading TV Formats. Hier zunächst einmal erstmal der Risikohinweis, Stopp machen und dann durchlesen. Und kommen wir auch gleich zum DAX bzw. zum Dow Jones. Der hat jetzt heute hier ein neues Verlaufshoch gemacht. Die Minimalvoraussetzungen sind jetzt geschaffen worden. Allerdings würden jetzt hier die Muster nochmal einen kleinen Rücksetzer, ja, wäre möglich und dann noch ein Hoch. Aber nichtsdestotrotz ist jetzt hier, ja, erstmal das neue Hoch steht und könnte jetzt hier auch vorbei sein, erstmal mit dieser Bewegung und könnte jetzt hier korrigieren. Denn der Nasdaq hat heute auch ein neues Hoch, ein Verlaufshoch geschafft. Allerdings eben nicht ganz den Gap Close. Auch hier entspricht jetzt, dass das Setup aufgegangen ist. Und ja, erstmal wird es jetzt hier beim Dow und beim Nasdaq nichts Großes mehr geben. Kurzfristig, wie gesagt, im Dow Jones könnte man hier in die unteren Ebenen schauen und vielleicht noch ein letztes Hoch, sozusagen in der Aufwärtsbewegung ein Hoch, noch erreichen oder traden, aber es ist mir hier zu risikoreich. Hier die Twitter-Aktie läuft einigermaßen planmäßig. Hier sollte jetzt aber Kaufdruck entstehen, eigentlich diese Woche. Wenn das nicht passiert, wird sie auch wieder geschmissen. Hier hat jetzt die Jinko Solar tatsächlich eine schöne Umkehrkerze formiert. Damit auch sogar zeitlich exakt mit dem grauen Prognosepfeil, der wurde noch nicht geändert, aber hier ist es eben nach oben ausgebrochen und hat eben hier schon das Kaufsignal generiert, das blaue Setup eigentlich. Immerhin weiterhin stimmt hier der Stopp und deshalb auch das Setup noch. Bayer AG hat sich heute wie der DAX kaum mehr bewegt, hält sich hier an dem EMA 10 im Stundenchart. Hier sind auch Gewinne aufgelaufen. Hier liegt man jetzt eher minus, plus minus null. Hier wurde ein Kursziel erreicht. Der Abprall ist jetzt doch etwas heftiger. Ja, ist jetzt auch nicht mehr so prickelnd, aber der Stopp kann hier noch, kann das Setup im Prinzip noch retten dann. Hier wurde weiterhin es auf Schlusskursbasis, ich habe es jetzt nur hier rausgelöscht, entweder weil ich ja den Stopp hier im Szenario oder heute Vormittag im Video auf dieses Low gesetzt habe oder wie gesagt war hier dann auf Schlusskursbasis um ja, 5,80 glaube ich war das hier. Nein, es war es tiefer, weil ja genau dieses Jahr noch gehalten hat. Also es bleibt das auch noch. Der Nasdaq, was haben wir noch? Das US-Dollar, japanische Yen hat hier das Verkaufssignal am Freitag generiert. In den Videos jetzt angesprochen, dass hier ein Rücklauf stattfinden kann, bis sogar zu dem zu der Seltriger-Marke. Allerdings, ja, wird das jetzt hier schon eine Überraschung, wenn das ganz hoch gehen würde. Ja, noch ja, bis zu 1,08 vielleicht maximal, aber hier sollte auch die nächsten Tage nochmal ein Tief folgen. Das war es jetzt aus dieser Runde. Kommen wir zum Gold. Hier ist jetzt die Kerze erstmal nicht groß bullisch und auch nicht natürlich bärisch. Da bleibe ich auch eher der Einschätzung. Ich habe hier ja noch die Widerstandsmarke hier. Also bis 1253 kann sich das ausdehnen. Vielleicht auch noch bis 56. Und dann sollte es hier etwas stärker korrigieren. So mein Tenor hier. Ja. Hier ist die 56 von diesem Szenario. Der
DAX hat hier morgen kleines Kaufsignal generiert. Der Stopp lag hier unten. Nachdem sich das hier ausgebildet hat, würde hier in dem Bereich der Stopp auf dieses Level gesetzt. Nachdem dieser Move kam, würde der Stopp hierhin gesetzt. Deswegen sitzt es leicht falsch. Hierhin und auch dieses liegt natürlich dann erst da an. Und ja, auf Xetra hält sich hier das Setup noch über dem Stopp, aber ich denke mal, morgen wird es genauso kritisch werden, wie jetzt eben nachbörslich das der Fall ist. Weil der DAX ist nicht in die Puschen gekommen, obwohl der Dow Jones erstmal schön nach oben lief. Das war jetzt genau, was noch interessant ist, sind die zwei. Rohölsorten. Hier ist wirklich definitiv wichtig, ich habe es selber auch beschrieben, dass es jetzt jeden Tag kommt, wie so gut wie jedes Setup. Was interessant ist oder zur Ausführung kam, hier ist definitiv die Marke wichtig. Überhalb dem habe ich auch geschrieben, kann sich das hier auch bei WTI bzw. eben auch bei Brent noch weiter hier ausdehnen nach oben, was im Prinzip nicht schlecht wäre, denn dann wäre die Fallhöhe etwas tiefer. Zum Gold haben wir gesagt, hier noch zu den Forex-Setup. Was jetzt, wie gesagt, wirklich in die Puschen kommt, ist jetzt US-Dollar, kanadische Dollar. Sehr sauber, hat jetzt hier das erste Kursziel erreicht. Allerdings, wie gesagt, hier kann sich das, darf oder muss sich das eigentlich fast ausdehnen. Aber Kursziel ist Kursziel, also kann man hier Teilgewinne mitnehmen. Zum Euro-kanadischen Dollar ist hier die Stopp-Buy-Marke da gelegen. Das war ja von Freitag. Kursziel erreicht, das andere nicht ausgeführt. Und ja, nun sieht man hier, dass es unter dieses Level durchgebrochen ist durch die Aufwärtstrend. Allerdings ist hier unten kein Pfeil, also auch kein Setup. Das war der Stopp für dieses hier. Also keine Ausführung im Moment. Hier sieht man das nochmal im Tageschart. So lag zunächst das Setup vor. Das Zwischensetup Intraday wurde reingeschoben, weil es halt dazu gepasst hat. Das US-Dollar, japanische Yen hat ja im Prinzip auch gepasst. Also ein paar gute, schöne Setups sind dabei gewesen. Hier leider gab es noch ein neues Tief. Pfund gegen neuseeländische Dollar. Ein einziges Mal auch, aber es war eh nicht auf Schlusskursbasis, war einfach hier der Stopp auf das Tief. Aber sonst auf Schlusskursbasis hätte es hier so gut wie gehalten. Egal. Hier gibt es eben womöglich eben nochmal ein Tief und dann eine größere Aufwärtsbewegung. Auf alle Fälle sollte man das in die Watchliste beibehalten. Das war's, danke fürs Zuhören und bis morgen früh.